Seid mir recht herzlich gegrüßt zu diesem neuen Podcast hier am Samstag. Und ich habe mir gedacht, ich hatte ja beim Patch 6.1 schon so eine kleine, ja, nicht direkt Vorschau, aber ja, so ein kleines Meinungsvideo gemacht, was ich denn vom neuen Patch halte und so weiter und so fort. Und ich dachte mir jetzt, wo dann Patch 6.2 schon im Hintergrund Downloader dann gestartet ist, wäre es vielleicht eine gute Zeit, da mal dann auch ein bisschen drüber zu quatschen, ob ich mich drauf freue und was ich denn von dem ganzen Zeug halte. Ihr könnt mir natürlich gerne dann auch eure Meinung in die Kommentare schreiben, was ihr denn von dem ganzen Zeug haltet. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. So, was gibt's denn alles so Schönes Neues in Patch 6.2? Natürlich ist das im Vergleich zu 6.1 dann relativ viel, würde ich sagen. Ob das jetzt so den Braten fett macht, ist jetzt immer eine andere Sache, aber zum einen haben wir halt einen neuen Raid, was schon mal naja, einfach mal neuer Content und so weiter, Schwarzheitskisser und so weiter und so fort ist dann mehr oder weniger durch. Ja, wir bekommen neue Bonus-Walls für den Raid auch, das heißt, wir brauchen jetzt nicht sparen mit dem ganzen Zeugs. Heißt also, wir können unsere Bonus-Walls jetzt raushauen und kriegen dann neue. Das wöchentliche Cap von den jetzigen wird dann sogar, glaube ich, aufgehoben und man kann die für Gold kaufen, das heißt, ihr braucht euch die wirklich nicht aufheben. Wenn ihr später nochmal brauchen solltet, welche brauchen solltet, so, dann kann man sich ja noch kaufen. Das passt schon. Aber bleiben wir zunächst mal beim Raid. Da haben wir dann jede Menge neuer alter Bosse. Also im Endeffekt sind es neue, aber die Bosse an sich kennt man ja. Das sind dann so Manurot zum Beispiel in neuem Gewand, wie jetzt die Mechaniken und so weiter und so fort. Dann da sind, kann ich noch nicht sagen, ich war noch nicht auf dem PTR im Raid-Test unterwegs, das hat sich zeitlich bei mir jetzt noch nicht so ergeben, dass ich da mal irgendwie dann mal reinschnuppern konnte. Aber naja, vielleicht in Zukunft mal irgendwann. Ich habe mir ein paar Videos angucken, an für sich finde ich es ganz nett, auch so vom Style, der dann da so drin ist. Hier ist übrigens eine Schnecke. So, Schnecken töten. Also der Style und so weiter und so fort, der gefällt mir auch ganz gut in dem neuen Raid. Was mich halt stört, dass da wieder sehr viele von diesen Orks halt drin sind, diese, die jetzt so vom Style aussehen, so ein bisschen wie ich. Der Style an sich ist nicht so das Problem, sondern dass wir jetzt einfach seit drei Raids irgendwelche Orks immer haben und so weiter und so fort. Klar hat man hier und da auch einen anderen Boss, das will ich gar nicht bestreiten, aber naja, so überwiegend diese Iron Horde, eiserne Horde, die dann da drin ist, macht natürlich dann im Sinne vom Addon und so weiter Sinn, dass sie da drin sind, aber ja, ich weiß, wir hatten noch Hochfels, da waren dann halt Ogre drin, aber ja, irgendwie das gefiel mir halt alles nicht so, das gefiel mir nicht gut. Ich fände es halt netter, wenn man dann einfach hingeht und mal wieder irgendwie einen Drachen hat oder ja, weiß ich nicht. Man muss sich nur mal die Eisgrund-Zitadelle halt angucken. Die ist dann ja, wesentlich, wie soll ich sagen, ja, nicht umfangreicher, das auch, aber ist sie überhaupt umfangreich? Wie viele Bosse sind denn da? Ich weiß es gerade nicht. Aber die ist zum Beispiel abwechslungsreicher, wollte ich sagen. So. Die ist abwechslungsreicher. Wir haben verschiedenste Gegner und ja, natürlich haben wir jetzt auch im neuen Raid so ein paar, die halt auch neu sind und so weiter und so fort. Aber ich bin da immer noch so ein bisschen skeptisch, ob das so geil wird, wie man denkt. Beziehungsweise wie ich denke. Klar freue ich mich drauf. Aber naja, generell ist dieses Addon so ein bisschen hinter meinen Erwartungen zurückgeblieben. Ich hatte mich ein bisschen mehr drauf gefreut. Ich dachte, ja, cool, wo ich das erste Rüstungsset gesehen hatte und so. Ich dachte mir, ja, cool. Da findest du mal bestimmt ein cooles Mox-Set für den DK. Habe ich im Endeffekt auch, aber
Ja, irgendwie, jetzt wenn ich mir schon wieder das Set anguckt, das C18 Set vom DK, das ist so, ist das. Also gefällt mir irgendwie gar nicht. Und wo wir eigentlich schon beim nächsten Thema wären, denn ja, wir bekommen neue Sets im Raid. So, ich musste kurz schneiden. Die Wellensittiche da hinten im anderen Zimmer haben voll am Rad gedreht. Und das war ein bisschen störend. Glaube ich, weiß nicht, ob man es gehört hat, aber mich hat es ein bisschen irritiert. So, T18 Sets. Die T18 Sets sind schon mal eine nette Sache. Ich finde, ich bin mit meinem Set-Bonus, mit meinem Zweier und Vierer eigentlich recht zufrieden. Wir werden dann sehen, inwiefern, da muss ich nochmal ausprobieren, wie das dann ja den neuen da, beziehungsweise ob man das dann austauscht. Im Endeffekt tauscht man es aus wegen den Werten, aber ob das jetzt vom Set-Bonus so klug ist, ist immer eine andere Sache. Aber man bleibt ja irgendwie dann doch da an diesen Werten hängen und man muss es im Endeffekt machen, sonst kommt man da auch nicht weiter. Das heißt, eine große Wahl wird man nicht haben. Was ist mit dem los? Na gut. Eine große Wahl wird man nicht haben, die auszutauschen, aber ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was haltet ihr von den neuen Sets und den Set-Boni und generell vom Style von eurem ja, Gear, von eurem neuen T-Set? Findet ihr das gut? Findet ihr das schlecht? Also ich finde ja, die gehen optisch immer so ein Stückchen zurück mit den Dingern. Ich finde, ja, die werden immer schlechter. Die sehen nicht mehr so cool aus wie früher, aber früher war ja sowieso alles besser, wir wissen ja Bescheid. Ja, wie gesagt, neue Raid, neue Bosse. An für sich ganz nett, dass dann was Neues kommt. Man weiß jetzt noch nicht genau, wann der Patch kommt. Aber so lange wird es nicht mehr dauern. Wie gesagt, der Background-Download hat dann schon angefangen. Heißt jetzt wirklich noch gar nichts, dass das jetzt in 1 oder 2 Wochen kommt oder so, aber allzu lange wird es dann auch nicht mehr dauern. Also wir werden da jetzt nicht ein halbes Jahr noch drauf warten, vermute ich mal. Man weiß es ja nie bei Blizzard, aber ist relativ unwahrscheinlich. Und ich finde die Zeit so zwischen den Raids an für sich ganz nett jetzt. Das ist jetzt nicht unerträglich lange und auch nicht zu kurz, dass man da nicht vernünftig durchkommt und so weiter und so fort. Ich finde den Zeitraum eigentlich ganz gut gewählt. Wann der Patch jetzt kommen soll, weiß man wie gesagt noch nicht genau, aber jetzt in der nächsten Zeit halt. Und ja, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie findet ihr das vom Zeitraum her? Geht euch das so schnell? Langweilt ihr euch vielleicht schon und sagt jetzt so langsam, könnt ihr dann aber auch mal kommen? Ich fände es wie gesagt eigentlich noch ganz nett. Wir brauchen ja auch nicht immer oh, letzten Boss HC umgeklatscht oder Mythic umgeklatscht oder wie auch immer. Direkt neuer Raid, so, das ist ja auch ein bisschen übertrieben, finde ich, ne? Man kann ja auch ruhig ein bisschen Ruhe dazwischen haben, das passt schon, finde ich. Was bekommen wir noch Neues? Den Tarnan-Dschungel. Ich wollte mich übrigens auf den PTR einloggen, um mich in den Tarnan-Dschungel zu stellen, aber irgendwie wollte der da irgendwie was runterladen wieder auf dem PTR und da konnte ich mich jetzt nicht einloggen und bla und blub und das, ich hatte keinen Bock zu warten, sagen wir mal, wie das. Deswegen habe ich mich jetzt einfach hier hingestellt. Hier sind wir ja mehr oder weniger so ein bisschen an der Grenze zum Tarnan-Dschungel. Der ist ja dann hinter diesem Berg da irgendwo, glaube ich. Ja, der Tarnan-Dschungel. Ich hatte ja mal so ein kleines Preview-Video dazu gemacht, wo ich so ein bisschen die Gebiete zeige. Ich finde ihn ganz nett gemacht. Sowohl optisch als auch ja, so von der Aufteilung und so weiter und so fort. Man kommt wohl durch eine Werftmission dahin. Das ist so nervig. Ich habe auf dem PTR, da muss ich mal kurz abschweifen, aber das ist gerade sehr wichtig. Da habe ich auf dem PTR meine Werft gebaut, da habe ich auch ein Video zu gemacht und wollte ein Schiff bauen. Und es geht einfach nicht. Es geht nicht. Ich habe zwar die Quest, wo ich dann gesagt habe, sprich den und den an, damit der das Schiff baut. So, dann gehe ich zu dem hin. Aber ich kann ihm nicht sagen, bau das Schiff. So, ich bin exakt bei dem Kerl, wo ich das machen muss. Der leuchtet auch, ich spreche den an, aber ich habe dieses Symbol nicht, dieses Sprechblasensymbol nicht, wo ich ihm sagen kann, ey, yo,
bau mal eine Werft. Ich hatte jetzt auch keinen Bock, irgendwie ein Ticket zu schreiben, weil ich gedacht, das wäre generell irgendwie noch verbuggt, aber scheinbar können das manche machen. Ich muss es vielleicht nochmal ausprobieren, aber das hat mich schon so ein bisschen genervt. Aber naja, man kommt dann halt irgendwie über die Schiffsmission dann in den Tanan-Dschungel und ich finde, wie gesagt, ganz nett, auch wieder gerade die Ecke, wo die Höllenfeuer-Zitadelle ist, wo das alles so in einem grünen Licht erstrahlt, sage ich jetzt mal, alles so grünlich gehalten, auch mit diesen Glibberflüssen. Die Glibberflüsse sehen sehr gut aus, wenn ihr mich fragt. Die sehen sehr glibberig aus. Und die Glibberigkeit bei einem Glibberfluss ist ja essentiell für einen Glibberfluss. Daran misst man ja Glibberflüsse, ob die Glibberigkeit einen hohen Wert hat oder eher verwässert ist. Ich habe dazu auch ein Buch geschrieben, könnt ihr auf allen möglichen Internet-Shops bestellen. Und so. Egal. Dann natürlich kriegen wir auch einen Weltboss. Wie hieß der? Kazak, Kazak? Ich weiß es gerade nicht auswendig. Der castet immer nicht. War, als ich auf dem PTR war, ein bisschen nervig, weil DBM war es. War es DBM? Nee, ich hatte, glaube ich, habe ich überhaupt DBM auf dem PTR drauf gehabt zuletzt? Ich weiß es nicht. Dürfte eigentlich nicht. Egal. Jedenfalls steht dann da, der castet dann in relativ kurzen Abständen. Jedes Mal steht dann Lord Kazak, Kazak, wie auch immer, richtigen Namen hier einfügen. Castet dies und das. Und dann wieder, castet dies und das. Und das war recht nervig, weil das ständig aufgeploppt ist. Vielleicht ändern sie das nochmal. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das noch da war, als ich jetzt beim letzten Mal auf dem PTR war, aber das war schon ein bisschen doof. Aber wahrscheinlich wird man es eh nicht oft sehen, weil die da alle campen und den dann umhauen. Aber wir bekommen einen neuen Weltboss, das ist ja auch immer ganz nett. So neue Weltbosse und so, Ruckma und so, die will doch keiner mehr. Die will doch einfach keiner mehr. Die sind doch schon old, ne? Die werden jetzt schon solo von irgendwelchen Eulen und Mönchen und so weiter und so fort gemacht. Da will die doch echt keiner mehr machen. Ne? Und wenn man die noch machen will, dann lohnt sich das halt später vielleicht mehr, weil man die eher umklatschen kann und sich ja die Bonusrolls dann so holen kann, obwohl ja das Mount bei Ruckma gar nicht per Bonusroll droppt, aber das ist ja wieder eine andere Geschichte. Ne? So, Weltboss. Weltbosse sind eine nette Sache. Ich mache die eigentlich kaum, außer da sind jetzt wirklich Items bei, die halt echt eine Verbesserung oder echt gut sind für mich. Ansonsten, so für Mount oder so, mache ich die eher nicht. Natürlich helfe ich, wenn da irgendeiner da mal irgendwie was braucht oder was, aber mittlerweile ist es ja so, dass man für die Weltbosse nicht mal eine Gruppe braucht. Man kann ja einfach mal zweimal draufhauen, wenn da schon irgendwer dagegen kämpft. Sogar egal ob Horde oder Allianz. Und dann kriegt man ja auch seinen Loot. Von daher ist das jetzt nicht mehr so angesehen, dass ich da zu Hilfe rufen werde. Aber ja, muss ich mal gucken. Muss ich vielleicht auch mal öfter wieder machen. Irgendwelche Weltbosse für Mounts und so weiter und so fort. Aber ich speiere momentan auf meinen Reittun. Ich habe es öfter nicht mehr erwähnt oder länger nicht mehr erwähnt. Deswegen muss das hier nochmal platziert werden. Ich speiere für meinen Reittun. Von daher, andere Mounts interessieren mich ja gar nicht. So. Dann geht natürlich die Legendary weiter. Wir hatten ja jetzt in dem letzten Patch den Anhänger gekriegt, Garona. Und in 6.2 kommt wohl das Finale der legendären Questreihe. Und da bekommt man dann auch diese ja, Statue, dieses Monument für die Garnison, was man aufstellen kann. Und natürlich sein Legendary. Wobei ich jetzt immer was von Legendary Ring. What the fuck? Habt ihr das auch gesehen? Ich habe jetzt eigentlich immer nur was von Legendary Ring gelesen, aber irgendwie hieß es doch da, soll man was anderes als einen Ring kriegen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das alles so stimmt und bleibe skeptisch. Vielleicht ist es eher mehr. Ja, mein Gott, Legendary geht mir mehr oder weniger, ups, so ein bisschen am Hintern vorbei, möchte ich fast sagen. Ich mach's natürlich wegen besserer Stats und so, aber
Ah, wenn es mir nichts bringen würde, würde ich es wahrscheinlich auch nicht machen. So geil ist es jetzt doch nicht. Obwohl ich sagen muss, dieses kleine Filmchen da am Ende, wo man quasi weit die letzte Quest für den Anhänger, ich will es nicht spoilern, aber dann kam so ein kleines Filmchen, das war ganz cool. Ich mag ja so kleine Filmchen im WoW, so kleine Zwischensequenzen. Aber davor war halt so, ja, das ist halt geschichtlich, oder die Geschichte, die für die Legendary erzählt wird, ist halt mehr so, meh. Also, ich meine, ich lese mir jetzt die Questtexte nicht durch und so. Deswegen weiß ich eigentlich gar nicht, worum es da geht, so größtenteils. Aber so ein bisschen kriegt man ja mit durch die Dialoge, die man da dann vorgesetzt kriegt und so weiter und so fort. Aber naja, ich bin jetzt nicht so der Freund davon. Was ich wiederum ganz nett finde, ist dann die Werft. Die Werft, die wir kriegen, weil mit der Werft. Ich meine, wir kriegen eigene Schiffe. Schiffe sind schon cool. Da kriegt man ja auch, wenn man dann verschiedene Missionen gemacht hat. Wenn man irgendwie 50 und 100 Missionen gemacht hat, kriegt man Belohnungen. Und wenn man alle seltenen gemacht hat, kriegt man auch Belohnungen. Ist schon eine coole Sache. So ein Hut, so ein Piratenhut. Ja, kein Piratenhut, sondern Admiralshut mehr für Horde und Allianz und so. Finde ich ganz cool. Piratenschiffe sind es jetzt nicht gerade, aber. Zumindest seine eigene Schiffsflotte ist ja auch was. Finde ich ganz cool, dass man die auch dann auf Schiffsmissionen schicken kann. Da gibt es auch die neue Ressource Öl dann, die man da erbeuten kann und so. Wie genau die Missionen jetzt aussehen, weiß ich nicht genau. Wie gesagt, ich konnte leider noch kein Schiffchen bauen. Wäre cool, wenn das so Handelsmissionen wären. Wer Assassin's Creed Black Flag kennt zum Beispiel, da gab es ja auch diese Mini Spiele, wo man die Flotte dann auf Missionen schicken kann, wo die dann ja einfach Waren gehandelt haben und so weiter und so fort. Sowas fände ich eigentlich ganz auch nett, auch ganz nett für WoW. Oder wie seht ihr das? Ich fände es eigentlich ganz cool, wie gesagt. Dann kommt eine interessante Sache, das sind die Bonus-Events. Die Bonus-Events sind, also oft wird halt erwähnt, Bonus-Events sind ja einfach die Zeitwanderungs-Dungeons, aber das stimmt ja nicht so genau. Klar, die Zeitwanderungs-Dungeons sind auch Teil der Bonus-Events, aber da gibt es halt noch viel mehr. Zum Beispiel auch Drino-Dungeons, wo man dann seinen Ruf drastisch bei irgendeiner Fraktion erhöhen kann. Dann, wie gesagt, die Zeitwanderungs-Dungeons, dann gibt es irgendwelche Apexes. Ja, Wochenenden, wo man dann ja irgendwie mehr Apexis-Kristalle beziehungsweise irgendwie dann Apexis-Kristalle farmen kann. Dann gibt's diese Sachen, dass man in Schlachtfelder gehen wird, dass an einem Wochenende ein Schlachtfeld ja gemarkt ist, sag ich jetzt mal, oder herausgestellt ist, wo man da die dreifache Anzahl an Punkten bekommt, wenn man da gewinnt. Ich weiß nicht, ob man, wenn man verliert, auch mehr kriegt, aber beim Gewinn auf jeden Fall. Also dieses Ruf zu dem Waffenzeug haben die das irgendwann mal rausgenommen. Ich bin mir da gerade nicht ganz sicher, aber es kann gut sein. Das würde dann also zurückkehren. Und so ein Zeugs halt. Ich finde es ganz nett, die Idee, dass man dann an verschiedenen Wochenenden ja, so Events hat, um dann einfach die Leute so ein bisschen bei Stange zu halten. Da freue ich mich auch so ein bisschen drauf, weil man dann halt am Wochenende immer mal wieder mehr hat und vielleicht auch hier, wir haben jetzt WoTLK Dungeons, dann lass uns mal ein paar alte Instanzen gehen und so an diesem Wochenende. Das finde ich relativ interessant. Das könnte ein nettes Feature werden, was man vielleicht in Zukunft auch dann mehr ausbauen kann mit einem neuen Addon, das dann irgendwie neue Sachen hinzukommen, wenn man da irgendwie ein neues Feature dann einbaut. Ich weiß jetzt nicht genau was, aber irgendwas wird ja dann an neuen Features kommen im nächsten Addon, dass man da vielleicht auch so Bonuswochenenden hat, wo man dann irgendwie mehr von hat. Fände ich eigentlich ganz cool. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr so zu diesen Bonussachen steht. Ich finde es ganz nett, wie gesagt. Der Abenteuerführer kommt dann auch. Das, ja, das ist quasi, ja, wie so eine Startseite für diese ganzen Dungeon Companion Sachen und so weiter und so fort, die jetzt eingeführt hatten.
Da wird dann einfach, da werden dir halt Sachen vorgeschlagen, die halt für deinen Charakter relevant sind. Ich vermute mal, die werden halt gucken, okay, der macht so und so oft irgendwelche Dungeons oder der macht so und so oft Quests oder so und dann wird einem, weiß ich nicht, irgendwas vorgeschlagen. Wie genau es funktioniert, weiß ich nicht, aber da wird da gesagt, hier, guck mal hier, voll der krasse Scheiß, guck dir das doch mal an, zum Beispiel. Weiß ich nicht, ob ich das unbedingt brauche. Ist für neue Spieler sicherlich ganz nett, die dann neu einsteigen, die sehen, aber gibt's alles, was könnte was für mich sein und so weiter und so fort. Aber für Leute, die jetzt schon länger drin sind, die können dann, die haben da wahrscheinlich nicht so viel von, weil die eh alles kennen im Zweifel. Von daher passt das schon. Also stört mich jetzt nicht, aber muss ich auch nicht unbedingt haben. Also ich wüsste jetzt nicht, wahrscheinlich wird da auch dann die Bonuswochenenden werden dann da angezeigt und so weiter und so fort, aber das, naja, kriegt man auch irgendwie so raus, da brauche ich nicht so ein Ding für. Stört mich nicht, aber wie gesagt, sollen sie alle haben, brauche ich nicht unbedingt. Was ich nicht so gut finde, sind die Mythic Dungeons, denn im Prinzip ist die Idee nett, dass man da dann nachequippen kann und sich auf den Stand bringen kann, dass man in den neuen Raid gehen kann. Allerdings nur einfach die Zahlen so ein bisschen hoch drin, ist halt so eine Sache. Man hätte auch ein paar neue Mechaniken reinbringen können. Finde ich nicht so geil. Finde ich echt nicht so cool. Hätte man auch besser lösen können. Man hätte auch zum Beispiel mal neue Dungeons reintun können, aber da sagen sie ja, nö, da sind wir eigentlich zu faul für, weil da gehen ja eh die meisten nur am Anfang rein und dann eh nicht mehr. Ist ja nicht so, als würdet ihr alle 13 Euro im Monat bezahlen. Solche Aktionen finde ich eher nicht so geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ja, muss jeder selber wissen. Ich werde wahrscheinlich eh nicht in die Mythic Dungeons. Ja, vielleicht, da droppen auch 700er Sachen. Vielleicht muss ich mal gucken, wo, in welcher Ini was droppt. Aber so größtenteils interessiert es mich eigentlich gar nicht, weil es dasselbe Zeug ist wie jetzt. Nur noch ein bisschen schwieriger, ohne neue Mechaniken und so, finde ich das eher ein bisschen doof. Insgesamt zum Patch, naja, die Vorfreude hält sich jetzt in Grenzen. Wie gesagt, ist jetzt nicht so, als würde ich sagen, ich könnte jetzt noch eine Zeit hier verweilen, ich will überhaupt kein Patch haben, aber ist jetzt nicht so, als würde ich sagen, ja, unbedingt jetzt, ich will den Patch jetzt unbedingt, also von mir aus kann er jetzt kommen, aber ich sitze ja auch nicht unruhig auf meinem Stuhl und wackel hin und her, weil ich den jetzt unbedingt haben will, das halt, ja, naja. Wenn er kommt, kommt er so. Also klar, neue Raid und so, aber so wirklich von den Socken bin ich jetzt noch nicht. Meine Vorfreude hält sich, wie gesagt, in Grenzen. Sie ist ein bisschen vorhanden, aber nicht die Ungeduld, die ich denn unbedingt haben will. Wie sieht's bei euch aus? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Wie seht ihr das Ganze? Freut ihr euch auf den Patch? Was findet ihr am Patch gut? Was findet ihr am Patch schlecht? Eure Meinung ist mir wichtig. Ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Ihr könnt gerne abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, haut da rein.